Herzlich willkommen bei S21 Bau TV. Pfahlgründung wird verflochten mit Bodenplattenarmierung. Und zwar eine ganze Rotte an Gründungspfählen. Und das bedeutet, dass hier eine Kirchstütze hinkommt. Und zwar sind wir hier mit dem Blick auf BA9. Weiter links sehen wir die Kabelschächte senkrecht hochkommen, also die Schalung für einen zukünftigen Kabelschacht ist gelegt und wir sehen deutlich die Leerrohre unten drin liegen und darunter sind dann noch mehr, wir haben berichtet. Jetzt kommt noch die Armierung rein und dann wird alles ausgegossen. Wie eine Schlange liegen diese Leerrohre drin im zukünftigen Bahnsteig. Nördlichster Bereich von Bahnsteig 3. Und der Bahnsteig wird dann hier zu Ende sein. Hier sehen wir schon die Anschlussarmierungen, die nach oben gehen für den Anschluss an diese Wände. Und das hier exakt dazwischen wird dann der nördlichste Rettungsausgang sein. Es gibt ja drei Verteilerebenen mit jeweils Treppen, Rolltreppen und Aufzügen. Und zusätzlich gibt es nochmal an den Enden der Bahnsteige für alle Fälle ein Treppenhaus jeweils. Und hier liegen die Bohlen rum, die dicken Bretter auf der Armierung, damit man einigermaßen darauf balancieren kann, wenn man betonieren will. Also könnte es sein, dass morgen hier die graue Pampe fließt. Die beiden Treppenhäuser in BA11 sind schon einige Zeit in diesem Zustand. Hier die zwei mittleren, Bahnsteig 2 und 3, rechts mit der erhöhten Plankonstruktion, Wetterschutz, ist jetzt nicht einsehbar für uns. Und ganz links, der verschwindet, oder das Treppenhaus verschwindet gerade noch hinter der Baulogistikrampe. Diese führt gerade noch ins Baufeld. Das ist ja dann auch Bauabschnitt 10. Und die dient noch zum Beliefern von Material, wie wir hier sehen.
Weiter geht sie nicht mehr. Das ist alles schon zurückgebaut worden. Weitere Bauarbeiten gibt es immer da drüben zu sehen. Jetzt zum Feierabend nicht mehr, aber wir zoomen mal drauf, denn hier sieht man einiges an Material, zum Beispiel hier diese Schalwand. Und jetzt geht's in die DB Lounge auf eine heiße Suppe bis zum nächsten kalten Wintervideo. Ciao!